Jetzt wieder weiter mit Bus weiter Tokio. Wir machen heute die Nebenkosten. Mann, wo ist der noch hin? Mein Hund ist weggelaufen. Er ist mein allerbester Freund. Er ist auch kein gewöhnlicher Hund. Er spricht wie ein Mensch. Er sieht sogar recht menschlich aus. Okay. Könnte was mit unseren Unruhestiftern zu tun haben, wenn er uns nicht verarscht. Der vermisste Hund. Hey, wenn wir die zwei Nebenquests machen, dann ich spüre Besucher, die von der gewalttätigen Sorte. Ihr müsst mir helfen. Mein Bruder ist durchgedreht. Er hält mich für einen Hund und hat mich angeleint. Könnte unser vermisster Hund sein. Bitte, macht mich los. Ah, er kommt. Ich fühle es. Wir sollten ihn freilassen. Wir können ihn doch nicht einfach zurückbringen. Absolut. Was macht ihr da mit meinem Hund? Lasst ihn in Ruhe! Kommen die nur alle her? Wir haben wohl keine andere für ein Mensch hält seinen Bruder wie einen Hund. Quasi das Gegenteil von dir. Du willst deine Schwester retten. Naja, ich hoffe zumindest, ich bin ein besserer Bruder als der. Ja, ich glaube auch schon. Was ist das? Eine Tumari-Teller. Ein hochwertiges Porzellan, aktives Porzellan aus der EU-Zeit, das in Arita hergestellt wurde. So, Körper und Geist. Alle Geisterfähigkeiten freischalten, außer genommen. Die Dinger. Okay, dann brauchen wir hier. Keine Ahnung, wo wir die finden. Hey, du wirst langsam besser.
Warum müssen wir hier rein? Ich verstehe nicht, wegen dem 100%. Haben Sie irgendwie einen Fehler gemacht? Viele Leute. Was wohl ist? Oh, so ein Typ, okay. Okay, noch einen brauchen wir davon.
Was zur Hölle ist das? Ein gespenstisches Foto, fotografiert von einem paranormalen Phantom, das für das bloße Auge nicht wahrbar, was? Nicht annehmbar ist. Ich? Kommst du denn darauf? Der himmlische Schutzengel? Glaubt ihr auch, dass sie übernatürlich sind? Für mich klingen die nicht wie Schutzengel. Egal, ich bin Ursula Sankurami. Du kennst doch bestimmt meinen Blog über Okkultes. Nein, dein Name bedeutet Berg des Schreckens? Ist der echt? Unmöglich. Ich muss euch zwei um einen Gefallen bitten. Also, das Problem ist, in meiner Wohnung geht's ziemlich übernatürlich zu. Zu übernatürlich, selbst für meinen Geschmack. Könnt ihr was dagegen unternehmen? Zu übernatürlich? Das klingt gar nicht gut. Ja, das ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich werde weiterziehen, sobald alles erledigt ist. Dir? Na gut. Wir können uns das Ganze ja mal ansehen. Moin Moin. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ach, OBS hat sich wieder aufgehangen. Ey, manchmal passiert das. Ganz ehrlich, manchmal passiert das. Weiß nicht warum. Hier waren wir doch. Genau da waren wir. Ich kann dir versprechen, dass uns hier nichts Gutes erwartet. Was hatte sie hier vor? Irgendeine schräge Aromatherapie? Macht denn die riesige Strohpuppe auf dem Bett? Das muss was Übernatürliches sein. Der Schrank hier ist auch irgendwie übernatürlich. Kein Wunder, dass hier so viele schräge Gestalten sind. Aus diesem Gruselzimmer hat sie gestreamt. Womit man heute alles Geld verdienen kann. Ich denke, sie ist eher eine Ausnahme. Verflucht sie hier Puppen? Sie verzaubert sie eher. Von Flüchen hat sie nichts erwähnt. Stimmt. Hauptsache übernatürlich. Es bringt gutes Feng Shui, Bad und Küche sauber zu halten. An Sauberkeit mangelt es hier jedenfalls nicht. Es ist so gemütlich. Sie nutzt das Bett als Ganzkörperkissen. Heute schon. Ich bin der Wächter des heiligen Schranks. Ohne mich wäre das hier ein Festmahl für die Motten. Sollten wir uns Sorgen machen? Ist nur ein Phantom, läutere es. Kerzenschein. Wenn du Kerzen willst, dann geh doch auf den Friedhof.
So macht man das. Aber wir werden von der Veranda aus beobachtet. Ist da etwas? Hier will ich leben. Der Ort zieht die Dinger magisch an. Mhm. Verflucht. Ich mach das. Ich glaube, wir haben alle exorziert. Die Phantome fühlten sich wohl von der Übernatürlichkeit angezogen. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Diese Kontrollbrüder. Ohne diese furchtbaren Phantome ist es hier viel angenehmer. Bitte, bitte. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es die bösen Nachbarn nicht gefällt. Was? Wir haben deine Wohnung wieder in Ordnung gebracht. Oh, danke. Ich weiß echt nicht, was ich ohne euch getan hätte. Warum zur Hölle war deine Wohnung so eine Freakshow? Ich wollte ein übernatürliches Flair schaffen. Und das ging voll nach hinten los. Egal. Problem gelöst, Fall abgeschlossen. Ziehst du jetzt weiter oder was? Oh ja. Danke nochmal. Bis dann. Bis dann? Will sie etwa zurückkommen? Sie ist kein bisschen besser als die Phantome. So, jetzt die Telefonzelle und dann mal gucken, ob wir... jetzt 100% haben, aber eigentlich haben wir 100%. Du hast jede in Shibuya gefangene Seele übertragen. Und in ihrem Namen möchte ich sagen, danke. Konntest du uns nicht mal das persönlich sagen? Schon okay, man gewöhnt sich dran. So, 100%. Na, löst ja. Warte mal, wenn wir hier spenden. Okay. Oh, was ist das? Eine Nure. Thank you.
was das wohl ist? Eine Ubumbe. Zur Hölle ist das? Eine Tango. Da 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 da. Ich will mal wissen, wie viel Geist, wie viel. So. Oh, die kennen wir ja. So. Fast geschafft. 3 Stück noch. Oh. Schatz. Pardon. Was ist das denn? So, wo ist hier der Schatz? Bagat. Oh,
Talisman Champion Sticker 0017. Was zur Hölle ist das? Ein Kappa. So. Und dann würde ich sagen, wir reisen an jeden. Das ist eine Katze. Ja, hinten. Was ist das? Ein Rikishi? Okay. Dann haben wir es alles. 100%. 100%. Nicht 100%. 100%. Nicht 100%. 100%. Nicht 100%. Zwei Graffiti noch. Die Startung haben wir fertig. Ne, Keeper wurden wir noch. Aber hier ist das noch nicht eingezeichnet. Tanuki. 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 Auch alle Tanukis. Alle Tanukis. So. Warte mal. Bingo. Und die Telefonzellen. Und okay, wir müssen noch mehr machen. Opferschale. Und das war's. Ja, okay, und diese Dinger. Diese Dinger. Und hin. Wahrzeichen können wir wegmachen. Okay. Dann gehen wir zuerst hier hin und versuchen hier alles zu kaufen. Machen wir alles? Okay.
So, Verteidigungskette haben wir gekriegt. So, da waren wir. Auch wieder lauern. Ich glaube schon, ja. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Nein, du... So, wer waren wir? Dann können wir morgen die Hauptquest weitermachen. Warum dieser Schreinladen? Okay, komplett useless. So. Unser Geld geht dahin. Hä, wieso haben wir da eins und da eins? Haben wir noch irgendwo einen Schatz rumliegen?
Wenn deine Papa schon. Wenn wir was versuchen. Okay, geht auch da rein, okay. Kapselautomaten haben wir nicht mehr. Das heißt also, morgen gehen wir da rein. Sonst haben wir nichts mehr. Aber hier sind die roten Schuhe. Warst du das mit den roten Schuhen? Ja, rote Schuhe. Ich glaube, in einer Partgarage gibt es eine. Weiter im Lagerbereich Ausschau. Garage. Keine Ahnung, wo die Parkgarage ist. Aber wieder unsere Sachen hier anmarkieren. Wir haben viel geschafft, Außer den einen Tanuki. Warte mal. Was ist ein Vorteil schon, wie ist er echt so? Ja, wo ist denn der Boss? Ah, hab zu danken. Der ist. Nee, aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, zu Hause kommen und schon hoch und runter lassen. Morgen geht's weiter mit der Hauptquiz. Also bis morgen. Tschüss.